wenn er dann von ihr sehen kann, was ihn dazu einlenkt, sie zu heiraten, dann soll er dies tun. Ja? In diesem Sinne ist natürlich dann etwas mehr, darf man etwas mehr sehen, ja? Aber nur in diesem Sinn, wenn man wirklich heiraten will. Ja? Ist das Pflicht dann die Frau, die sagt zum Beispiel, okay, ich muss jetzt mein Haar zeigen? Sie kann natürlich auch sagen, nein, ich zeige nur Hände und Gesicht, das sowieso. Sie kann auch sagen, nee, ich bin in der Kab, ich zeige ihnen gar nichts. Das ist eine Sache, die der Mann nutzen kann, aber die Frau ist nicht dazu verpflichtet, das zu machen. So sieht die Sache aus, dass man das weiß. Dann möchte ich natürlich in diesem Sinne noch etwas erwähnen, mit dem Blick senken. Ja, das ist ja in Sure 24, Vers 30 und 31. Ich möchte das mal kurz vorlesen, damit, weil das ist auch ein Problem, was viele Leute haben und viele Leute heute, die ich auch Gelehrte nenne, darüber gesprochen haben. Ja, hier steht ja dann 30 und 31, man soll die Blicke senken. Ja, weil der Blick, sagt man, ist der giftige Fall des Satans, sowohl für Männer und für Frauen. Wie gesagt, bei Frauen habe ich schon gesagt, ist die Sache etwas gedämpfter, ja, wie sie schauen können. Subhanallah, und die ganze Sache ist natürlich so, jetzt sieht man zum Beispiel heute, wenn der Blick schon nicht erlaubt ist, wie ist es mit Sachen, die heftiger sind als der Blick? Wie zum Beispiel Küssen links, Küssen rechts oder Hand geben. Das heißt, wenn der Blick verboten ist, dann ist natürlich das Recht verboten, die Frau zu berühren. Ist natürlich ganz klar. Genauso, wenn Allah im Koran sagt, du sollst zu deinen Eltern nicht Uff sagen, dann kommt ja auch keiner auf die Idee, es sagt ja, okay, da steht, ich soll nicht Uff sagen, aber ich kann ja dann ruhig sagen, du Esel oder was weiß ich. Natürlich, das kann man dann erst recht nicht sagen. Mein Tipp ist natürlich als allererstes, der Mann soll nur Gesicht und Hände gucken. Diese lockere Meinung beim Imam Ahmed, ja, dass man auch Haare und Hals und so weiter sehen kann, ja, da sollte man erstmal von Abstand nehmen. Also das, was normalerweise, so wie die Frau zu Hause rumläuft, ja, wenn sie halt schamhaft ist, ja, davon sollte man erstmal absehen. Man sollte erstmal die sichere Meinung nehmen, außer bei Notwendigkeit, dass man eventuell dann diese Haare oder so sehen soll, wenn er wirklich mehr sehen will. Aber ich denke wirklich, dass das reicht. Und wie gesagt, Imam Shafi und Imam Malik sagen also, dass man nicht mehr sehen darf als das, als Gesicht und Hände, aber dass man es halt anstarren darf. Die Frau, was darf die vom Mann sehen? In diesem Fall alles, was zwischen, außer das, was zwischen Bauchnabel und Knie ist. Also in diesem Bereich, vom Bauchnabel bis Knie, da darf sie dann halt, da muss halt bedeckt sein. Aber ich kann mir ja kaum vorstellen, dass eine schamhafte muslimische Frau dann sagt, ja, ich würde gerne mal den Oberkörper sehen. Und so kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Nur weil ich wollte das nur mal erwähnen. Was macht man dann danach? Danach macht man wieder Salat al-Istikhara, oder kann man auch, man kann Salat al-Istikhara immer wiederholen, Dua zu Allah machen, wenn die Person einem gefällt. Und dann würde ich trotzdem noch empfehlen, dass man dann auch mal Fragen stellt, ja, zum Beispiel fragt jemand, der diese Person kennt, über Ecken, wie ist diese Person charakterlich und so weiter und so fort. Und dann sollte man nicht mehr lange warten, wenn es dann klappt, also dass das alles passt und Allah gibt einem auch dieses Gefühl ins Herz, dass man wirklich Interesse hat, diese Person zu heiraten und so weiter, dann sollte man wirklich nicht mehr lange warten und zu heiraten und Allah um Segen bitten bei dieser ganzen Sache. Also wie gesagt, das sind die Punkte, die ich da erwähnen wollte, und möge Allah den Leuten hier helfen, möge er ihnen helfen, einen guten, für die Frauen einen guten Ehemann zu finden jeweils und für die Männer eine gute Ehefrau zu finden, und möge er die erwachsenen Leute, die den jugendlichen Stein in den Weg legen, das Herz öffnen für das richtige Islamverständnis, das nicht nur nach Geld und nach Nationalität geordnet wird, denn das sind unislamische Maßstäbe. Denn wie gesagt, hat der Prophet sallam sinngemäß gesagt, إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَدُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. Wenn jemand zu euch kommt mit dessen Religion und dessen Charakter zufrieden seid, dann verheiratet ihn. Und wenn ihr es nicht macht, dann werden auf der Erde große Zerstörungen und Fitna entstehen. Daran muss man sich halten. Heute ist leider die erste Frage, was sagt der Nachbar? Ist der Nachbar zufrieden mit diesem Mann, den die Frau heiratet? Was verdient der? Anstatt zu fragen, betet dieser Mensch? Anstatt zu fragen, was macht dieser Mensch? Und dann heiratet die Frau diesen Mujrim und am ersten Tag sitzt er schon in der Spielhalle und ist das ganze Geld am Verjubeln und sitzt mit anderen Frauen rum. Deswegen, liebe Frauen, schaut auf die Religion, und die Männer auch, liebe Männer, liebe Brüder im Islam, schaut auf die Religion der Frau, ja, dass es nicht irgendwie einfach jemand ist, die keinen islamischen Maßstab hat, denn der Schlüssel zum Erfolg in diesem und jenseits ist, Allah gehorsam zu sein und nichts anderes.
Und das sind halt, wie gesagt, die Worte, die ich mir ans Herz lege und euch ans Herz lege. Möge Allah uns Erfolg geben in all diesen Angelegenheiten. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.